Yo, Leute, was geht ab? Mein Name ist Gavin zu dem Film und heute gibt's die 8. Episode der Serie Top 5 Tote Minecraft-YouTuber. Und das ist eine Serie, wo ich mich einfach auf tote Minecraft-YouTuber, abfühlschig toten Minecraft-YouTuber beziehe. Das heißt, ich nehme einfach Minecraft-YouTuber, die damals halt Minecraft-Content gebracht haben, aber dies mittlerweile vereinzelt oder gar nicht mehr tun. Und das allererste Beispiel seht ihr hier, Play Like Leo, aber mit dem ganzen Video geht es jetzt gleich nach dem Intro. So, der allererste YouTuber ist Play Like Leon. Woher kennen wir ihn? Ja, natürlich von Shuffle LP. Nämlich, er war der Kamerad von Shuffle LP, die allererste Person, mit der Shuffle LP überhaupt etwas gemacht hat. Zu seinem Content gehörten immer so Technikvideos und er war darin sogar sehr, sehr gut. Leider hat er ja vor 2 Jahren aufgehört mit seinen YouTube-Videos. Der Grund dafür war, dass er halt nach Neuseeland, glaube ich, gezogen ist und deswegen einfach keine Zeit hatte mehr für seine Videos. Er hat auch damals mal TechTown mitgemacht. Da waren zum Beispiel auch YouTuber wie Zander und Porch of Media, glaube ich, dabei, wenn ich jetzt mich nicht falsch liege. Und ja, hier auch mit einem YouTuber, der leider nicht mehr mitmacht, den seht ihr hier. Ich glaube, es war Eike Zockt, glaube ich, auch ein Minecraft-YouTuber, der leider keine Videos mehr macht, den ich richtig gefeiert habe. Play Like Leo, wirklich ein richtig geiler YouTuber. Ich habe damals die Videos von ihm mit Shuffle LP immer sehr, sehr gerne geguckt und habe es immer richtig gefeiert, wenn die ein paar Videos gemacht haben. Aber momentan machen die ja leider keine Videos mehr, beziehungsweise er macht gar keine Videos mehr. Und da kommen wir auch zum YouTuber mit Platz Nummer 2. So, YouTuber mit Platz Nummer 2 ist der liebe Patrick GAG. Und ja, seit 6 Monaten leider kein Video mehr gemacht. Ich weiß, dass er jetzt ab und zu mal aktiv ist, was Minecraft so angeht, weil man es auf Twitter ein bisschen liest, aber leider macht er ja keine Videos mehr. Wie gesagt, Patrick ist eine Person, ich feiere ihn mega, aber er ist, glaube ich, gerade in seinem Studium beschäftigt und deswegen hat er keine Zeit. Ich weiß es nicht zu 100% genau, aber ich glaube, ich vermute einfach, er ist ja mit einer der HG-Urgesteine, die mit HG damals angefangen haben. Wir sehen ja auch hier GHG, das ist, glaube ich, ein Zusammenschnitt von allen damaligen HG-Videos. Und wenn ihr mal wirklich mal so Oldschool-PvP sehen wollt, dann schaut euch mal dieses Video an. Das ist wirklich ein Video, ich habe fast geheult, wirklich am Ende, weil das ist einfach so die ganze Anfangszeit von HG bzw. Minecraft PvP einfach mal gezeigt hat. Und ich bin ja auch seit über 5 Jahren jetzt schon in Minecraft dabei, bzw. auch mit YouTube. Und deswegen, wie gesagt, ist ein Kanal, den ich euch sehr, sehr empfehlen kann, wenn ihr mal langsam mal wieder anfängt, ein paar Videos zu machen. Er war auch jetzt zum Beispiel auch in solchen Sachen wie Titan dabei gewesen. Und ja, ist ein YouTuber, den ich richtig euch empfehlen kann, wenn ihr geile Videos sehen wollt. Wie gesagt, er lehnt sich ganz heftig am Content, bzw. an der Qualität von Basti. Und wenn ihr Basti feiert, dann feiert ihr Patrick auf jeden Fall auch. So, nun sind wir beim YouTuber Nummer 3 angekommen und das ist Ungespielt. Und zwar weiß ich, dass Ungespielt vor 2 Wochen hier, genau hier, Castle Rush gebracht hat, aber wenn man so ganz genau guckt, sieht man einfach hier, dass er einfach zu der Zeit einfach nicht richtig Minecraft-Content gebracht hat. Und ich sehe das auch jetzt zum Beispiel auch nicht als richtiges Minecraft-Content mehr an, was halt bringt, was ich halt voll schade finde. Diese ungereagiert Videos sind jetzt vermehrt auf seinem Kanal, die auch sehr gut ankommen, deswegen macht er das. Ich persönlich habe auch nichts gegen diesen Content dagegen und wie gesagt, ihr seht wahrscheinlich mein Browser mag YouTube irgendwie momentan, seitdem es ein neues YouTube-Update ist, mag einfach mein Browser YouTube nicht mehr. Ich habe keine Ahnung warum. Aber das war zu Unge. Ich kenne ja Simon auch jetzt schon seit 2 Jahren persönlich. Ich habe ihn ja damals persönlich getroffen, habe mit ihm sehr viel geredet. Er ist immer noch ein sehr, sehr fresher Dude. Er feiert immer noch 2,2 Millionen Abonnenten. Leider keine Minecraft-Konto mehr. Ich hoffe, irgendwann kommt mal wieder etwas. Das letzte, glaube ich mal, war es ja richtig dieses, was er halt auf YouTube richtig gemacht hat. Minecraft war Minecraft Pure, aber hat auch leider nicht so lange gemacht. Aber naja, ich hoffe, er macht mal bald wieder Minecraft-Content und nun kommen wir zu YouTuber Nummer 4. So, zu YouTuber Nummer 4, ich weiß nicht mal, ob alle ihn kennen und es ist der Viking. Der Viking ist ein Minecraft-YouTuber, den ich zum Beispiel auch nur durch Patrick GRG kennengelernt habe oder durch manche Minecraft-Projekte wie Minecraft Olymp. Nämlich, er hat bei manchen so größten Minecraft-Projekten mitgemacht, wie zum Beispiel Minecraft Titan und Minecraft Olymp. Olymp war ja ein Projekt, was von Cube und Julia organisiert wurde, wo zum Beispiel auch Venicraft, Tobi und so mitgemacht haben. Und Titan ist ja, wie gesagt, das Projekt von Weiß mit Zinus. Und hier sieht man es ja auch. Ich fand Vikings Videos immer persönlich richtig voll cool, weil er richtig geilen Content gebracht hat. Sein Kanaldesign allein ist schon übermächtig, feiere ich persönlich mega. Und was ich immer halt so geil fand bei dem war dieses, bei Titan vor allem dieses LKW Crew haben die sich, glaube ich, genannt, wenn ich mich jetzt nicht mehr, ah doch, LKW Crew ist richtig. Und haben die immer so ein LKW so abspielen lassen. Einfach richtig geile Minecraft Videos hat er damals gemacht. Nur 7.500 Abonnenten, was eigentlich todeswenig ist, wenn man überlegt, ich habe
4000 Abonnenten mehr, aber trotzdem Viking, sehr, sehr geiler Minecraft-YouTuber, habe ich damals wirklich sehr, sehr gerne geschaut. Bomben-YouTuber und wie man hier sieht, seine Content ist auch so HG-mäßig. Er ist auch richtig gut in Zupen und ich feiere ihn einfach mega heftig. Hier sieht man noch Jump League und sowas. Alter, das waren so geile Zeiten von damals Dojo. Ach man, Alter. Richtig krasser YouTuber, leider macht er keinen Content mehr. Und nun kommen wir zum letzten YouTuber. So, und dann kommen wir nun zum allerletzten YouTuber für diese Episode. Und das ist mein absoluter Lieblings-YouTuber mit Stegi. Und zwar ist das MinecraftExpert.de, beziehungsweise einfach Tim. Okay, alles klar. Und zwar macht er ja seit 8 Monaten keine regulären Minecraft, bis seit 9 Monaten einfach keine regulären Minecraft-Videos mehr, sondern einfach nur noch Streams. Und ich finde wirklich jedes Video von Tim einfach Bombe, wirklich. Keine Ahnung warum, jetzt bringt er ja nur noch diese ganzen Streams, hat er immer halt gebracht. Und jetzt streamt er ja nur noch auf Twitch, vielleicht ist er Twitch-Partner geworden und darf deswegen nicht mehr auf YouTube streamen. Wer weiß, aber wie gesagt, Tim ist wirklich einer der YouTuber, die ich am meisten halt feier von dem Content her. Ich schaue mir immer noch sehr alte Videos von ihm an, wie zum Beispiel Tims Minecraft Adventure, sowas halt. Das sind wirklich so YouTube-Videos von der damaligen Minecraft-Version, die halt etwas älter ist, so 1.2, 1.3, 1.4. Aber wenn ihr natürlich mal richtig geile Oldschool-Minecraft-Videos sehen wollt, dann guckt euch die an, die waren auch immer ohne Hintergrundmusik, sondern nur Tims Stimme. Und ungelogen, ich feiere die Videos immer noch und gucke sie mir bis heute immer noch sehr gerne an. Und sowas wie Tims Redstone-Rumpelkiste und so, das waren alles wirklich solche Sachen, die mir damals in der Minecraft-Zeit richtig geprägt haben und die mir einfach richtig einen großen Vorteil geschafft haben, weil leider, Tim, hast du ja keine Videos mehr. Ich habe sogar ein paar Videos mit ihm auf meinem YouTube-Kanal und vor allem noch ein paar Videos, wo ich gegen ihn gespielt habe und oh mein Gott, das war so eine krasse Ehre, wenn ich schon darüber rede, bekomme wieder gute Laune und freue mich einfach mega. Denn Tim ist, wie gesagt, mein größter Idol. Wegen ihm habe ich damals Minecraft-Videos angefangen zu machen und wollte einfach nur seine Message immer übermitteln. Und ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und zwar wird die nächsten paar Zeiten richtig geile Sachen auf euch zukommen. Also, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Ich bin raus und ciao.